Servus Leute und willkommen zu einem neuen Battlefield 5 Video. Heute ist es mal wieder Zeit, auf eure Wünsche aus den Kommentaren einzugehen. So hat mich Alexander, der Allerallerechte, darum gefragt bzw. gebeten, ob ich denn nicht das K3143 mal in einem Video behandeln könnte. Jetzt bin ich nicht der Aller Ober-Experten-Sniper, nichtsdestotrotz habe ich mir das Ding natürlich angeschaut und ja, mal ins Verhältnis zu den anderen Gewehren gesetzt, geschaut, was ist jetzt eigentlich besonders an dem Teil. All das schauen wir uns im heutigen Video an. Wenn auch ihr mal einen Wunsch zu einem neuen Video, Waffen, Fahrzeug oder sonstiges habt, dann packt mir das gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und für alle Neuen ein kostenfreies Abo. Tut euch nicht weh und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Video. Starten wollen wir jetzt erstmal das Ding richtig einzuordnen. Also wo steht denn jetzt das K3143, wenn wir uns mal ja die Klassiker anschauen? Ich sag mal das Lee Enfield, ein Krak Jorgensen oder das K98K. Dafür werden wir jetzt einmal kurz in die Übersicht switchen, jetzt mal unabhängig von den Spezialisierungen, die zeige ich euch am Ende des Videos, werde ich euch ein paar Dinge dazu sagen. Also ihr seht schon im Vergleich zu einem Lee Enfield mit einer 84er Durchschaltegeschwindigkeit und immer noch ein bisschen mehr Schaden, muss man einfach sagen, okay, da ist das Lee Enfield besser geeignet. Auch das Krak Jorgensen, das hat die gleiche Feuerrate und hat aber eine weitaus höhere Präzision, auch wenn man das Standbein weglassen würde. Also was macht das Ding jetzt eigentlich so besonders? Und zwar, ja, ihr könnt in dem Feuermodus umschalten. Ja. Hier habe ich ein kleines oder kurzes Gameplay dazu. Da sieht man auch ganz gut, wenn man das Visier entweder von einem 3- oder 6-fach auf ja, Ironsight umschaltet, dann müsst ihr auch gar nicht mehr aus dem Scope rausgehen, sondern könnt es, ja, wie meine allergeliebte ZH29 so durchtriggern bzw. durchschalten. Das macht natürlich Spaß, auch wenn ich sagen muss, okay, ganz ehrlich an der Stelle auch, wenn ich eine Sniper spiele, dann spiele ich die meistens mit einem Dreiervisier und dann brauche ich auch die Distanz, weil gerade auf diesen kurzen Distanzen ist man dann natürlich einfach allem, was da daherkommt, sogar einer Pistol unterlegen, wenn du nicht instant einfach einen Headshot und das auch konstant und regelmäßig rausprügelst. Und ja, da gibt es jetzt mit Sicherheit welche, die sagen, was willst du, Alter, das ist doch gar kein Problem. Ich bin da nicht ganz so fix und sagte einfach, okay, das so hoch ist meine Prezi nicht, dass ich da im Ironsight jedem einen Heady reindrücke. Also ich gehe eher offensiv als Sniper rein, da eignet sich das Gewehr auch wirklich ganz, ganz gut. Eben mit einem Dreierscope, schaltet einigermaßen schnell durch. Und auch an diesen Dreiecks-Scope habe ich mich ja total schnell gewöhnt. Also macht auf jeden Fall Bock an der Stelle, auch wenn es nicht an meinen Liebling, das Krak Jorgensen, einfach hinläuft. Klar, auf dem Blatt Papier, und ich bin mir auch sicher, ja, die PC-Spieler vielleicht noch ein bisschen eher, dass die von diesem Ironsight-Scope da noch ein bisschen besser profitieren können. Für mich ist es nicht wirklich notwendig. Macht die Waffe natürlich zu etwas Besonderem, das muss man ganz klar sagen, weil es die einzige oder das einzige seiner Art in dem Sinn. Also zusammengefasst muss man sagen, okay, für mich überwiegen jetzt eher die Nachteile als die Vorteile, wobei Nachteile bei Snipergewehren in Battlefield 5 eh, naja, theoretischer Natur sind, weil an und für sich sind die alle wirklich, wirklich gut. Und Heady ist halt ein One-Shot-Headshot. Das ist bei jedem, und ob man jetzt auf dem Körper ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Schaden hat. Wenn du zwei Schüsse brauchst, dann sind die Gegner auf jeden Fall down. Also das ist jetzt auch kein Gegenargument, warum man das nicht nehmen sollte. Trotzdem bleibe ich einfach dabei. Für mich bleibt das Krak Jorgensen nach wie vor das beste Snipergewehr. Aber da darf und sollte jeder nach seinem eigenen Gespür bzw. Empfinden gehen, mit was man da am besten zurechtkommt. Bei vielen ist es das K98K oder auch das Lee Enfield, das nehme ich auch ganz gerne mit. Je nachdem. Jetzt kommen wir wie versprochen noch zu den Spezialisierungen. Da hat sich noch ein ganz guter Vorteil von dem K31
versteckt, zeige ich euch. Also wir packen erstmal das schnellere Ziel ein, weil Mündungsfeuerbremse, das brauchen wir nicht, weil unser Scope leuchtet eh. Dann möchte ich einen schnelleren Waffenwechsel, weil wir sind offensiv drin. Das heißt, ich muss schneller auf die Pistole switchen können. Zum, ja, als dritte Option eben noch die gefrästen Bolzen, um auf 62er Feuerrate zu kommen. Das ist mir auch wichtig. Und jetzt kommt der Secret Upgrade. Und zwar, das sind die abnehmbaren Magazine. Die machen auf jeden Fall Laune und verringern euch einfach die Nachladezeit. Also das ist auch nochmal, was ich auf jeden Fall mitnehmen würde. Ja, und an der Stelle habt ihr jetzt eine kurze, knappe Zusammenfassung. Packt mir doch gerne eure Meinung dazu. Würde mich auch interessieren, wer von euch kommt denn mit diesem Ironsight vielleicht ein bisschen besser zurecht oder ist das sogar eure Lieblingswaffe? Dann lasst auch das mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich freue mich auf euer Feedback dazu. Ja, und ich würde sagen, wie immer, wir sehen uns zum nächsten Video bzw. zum nächsten Livestream. Haut rein, haltet die Ohren steif. Euer A-Team.